Du spielst also gerade mit dem Gedanken, deinen kompletten Studienabschluss, also den Bachelor- oder Masterabschluss, in den USA zu absolvieren und fragst dich gerade, in welche Studienrichtung sollte ich denn genau gehen? Also was macht Sinn? Und natürlich, die Frage solltest du dir auch stellen. Natürlich auf der einen Seite, was macht für dich persönlich Sinn? Was erfüllt dich? Wo siehst du deine Talente? Und auf der anderen Seite, was macht für die Welt gerade Sinn? Wo sind zukunftsweisende Technologien? Was wird auch in den nächsten 10, 20, 30, 40 Jahren deiner hoffentlich internationalen Karriere noch gebraucht? Weil am Ende ist es ja eine balancierte Entscheidung, dass man am besten die goldene Mitte trifft aus dem, was macht dir Spaß, was kannst du gut und was wird auch gebraucht. In diesem Video möchte ich dir 7 zukunftsweisende Industrien mit an die Hand geben, die Sinn machen, in den USA zu studieren. Und zwar Sinn, weil die USA dort führend sind. Das heißt, wenn du jetzt schon weißt, was du dir... Es gibt eigentlich 2 Gründe, warum du dieses Video bis zu Ende anschauen solltest. Erstens, wenn du schon weißt, was du studieren möchtest, kannst du jetzt abgleichen, ob deine Wunschstudienrichtung in den USA federführend ist. Weil dann solltest du dir vielleicht wirklich überlegen, studierst du vielleicht gerade dann nicht besser in den USA als in deinem Heimatland, weil jedes Studium wird dir eine Menge Energie abverlangen. Du musst da sowieso Zeit reingeben. Also warum nicht gleich am Zahn der Zeit bleiben und dir sozusagen einen Vorteil verschaffen gegenüber der breiten Masse, die im Heimatland bleibt und dann vielleicht ein bisschen Wissen aus der USA erstmal aus den USA bekommt und dann in der Vergangenheit studiert. Es geht wirklich darum jetzt gleich, dass du verstehst, dass wenn du die Entscheidung triffst, eine der gleich genannten 7 Industrien in den USA zu studieren, Wissen aus der Zukunft zu holen, weil ganz viel, um eine Sache vorwegzugreifen, mal als Beispiel, IT, das wissen wir alle. Im Bereich Computer Science, Information Technology sind die USA uns voraus, zum Beispiel in Deutschland. Das heißt, viele Trends kommen erst aus den USA. Darum geht es in dem Video, zu verstehen, was kannst du studieren, damit du einen unfairen Vorteil hast gegenüber der breiten Masse, die hier bleibt. Und die zweite Idee, warum du dieses Video schauen solltest, ist, um eine Inspiration zu bekommen, zu sagen, ha, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Stimmt, das interessiert mich total. Da könnte ich vielleicht nach dem Video noch mal tiefer reingehen und mich mit der Materie befassen. Weil wenn es sowieso einen fast garantierten Return on Invest gibt, also du damit später gutes Geld verdienen kannst, dann sind diese 7 Beispiele jetzt vielleicht gleich für dich einfach ein guter Wegweiser. Lass uns also anfangen. Beispiel Nummer 1, eben gerade schon genannt, Informationstechnologie, IT. Weil die großen Technologieunternehmen, die wir kennen, die fast jeden Tag unser Leben begleiten, Apple, Google, Facebook, Amazon, IT und Logistik oder eben auch Microsoft, sind ständige Wegbegleiter geworden, weil sie eben federführend sind in den Bereichen der künstlichen Intelligenz, maschinelles Lernen, Cloud oder Quantum Computing, Big Data. Das sind Technologien, die diese Firmen einst groß gemacht haben und natürlich, weil diese Firmen in den USA sind, auch die Universitäten da wirklich eingebettet sind, um dieses Land in diesen Bereichen nach vorne zu bringen. Ich gebe dir diesen Punkt jetzt hier mit, weil natürlich die Landschaft der Universitäten und später der beruflichen Möglichkeiten in vielleicht einer dieser genannten Firmen für dich auch eine Chance sind, dort Berufserfahrung zu sammeln nach dem Studium. Es gibt weitere Videos dazu auf diesem Kanal, aber kurz zusammengefasst, du als internationaler Student oder als internationale Studentin, die in den USA bis zum Abschluss geht, hat die Möglichkeit, dort später zu arbeiten. Zu arbeiten und Geld zu verdienen, weil das ist ein Schritt, den kannst du kaum aus Deutschland heraus schaffen. Es ist sehr schwierig, generell sich in Europa zu bewerben und bei Apple einen Job zu bekommen in den USA zum Beispiel, wenn du nicht dort vorher studiert hast. Da möchte ich aber in diesem Video nicht näher darauf eingehen. Diese Themen Arbeiten, Geld verdienen in den USA nach dem Studium sind auf diesem Kanal weit besprochen. Du kannst diesen Kanal also abonnieren für mehr Informationen dazu. Thema Nummer 2, Biotechnologie und Pharmazeutik. Amerikanische Unternehmen, die du wahrscheinlich auch in den letzten Jahren sehr häufig gehört hast, wie Pfizer und Johnson und Johnson,
Merck oder auch Amgen haben ihren Sitz in den USA. Das sind führende Unternehmen, was das Thema von Entwicklung, dann aber auch Vermarktung von Medikamenten angeht. Das Thema Forschung können wir ja manchmal noch in Deutschland, aber es dann wirklich an den Mann zu bringen und es zu vermarkten, da sind die USA einfach besser. Wenn dich das also interessiert, solltest du auf jeden Fall den Blick in die USA werfen. Gerade auch, was das Thema der Genomik und personalisierten Medizin angeht. Ich bin selber kein Mediziner, aber ein Trend, der gerade in den USA entsteht, ist das Thema der präventiven Medizin, also der persönlichen Medizin, wo geschaut wird, welche Biomarker, also welche Messdaten, die man heute deinem Körper entnehmen kann, im Blut zum Beispiel kann man das messen, deuten darauf hin, dass du vielleicht in 30, 40 Jahren dadurch an Krebs oder eben sogar Alzheimer erkranken würdest. Und dann geht man da rein und setzt einen präventiven Ansatz direkt an, dass es gar nicht erst zu den Symptomen kommt. Das ist und wird ein Gamechanger werden natürlich. Weil 90% des Geldes, was heute ins Gesundheitssystem gesteckt wird, weißt du ja, geht in die Bekämpfung von Symptomen. Also dann, wenn es schon so spät ist, zu spät ist, wenn du schon Schmerzen hast, etc. So arbeitet das Gesundheitssystem. Und in dem Bereich der Biotechnologie sind die USA wirklich führend. Und ich finde es persönlich unfassbar spannend, eben zu schauen, wie kann man dafür sorgen, dass man günstig Methoden entwickelt, wo Menschen geholfen wird, eine Krankheit zu unterdrücken, bevor sie ausbricht. Und werden in der Zukunft Milliarden verdient werden. Wenn dich das interessiert, übrigens meine persönliche Buchempfehlung dazu ist das Buch Life Force. Co-Author ist Tony Robbins. Das ist ein relativ dicker Brecher, aber da geht es gerade um das Thema der präventiven Medizin. So, das ist das Zweite. Das dritte super spannende Thema ist Raumfahrt. Die USA sind führend in dem Thema, gerade was eben auch Unternehmen angeht wie SpaceX, hast du bestimmt schon mal gehört. Elon Musk hat ja als Personal Brand das Thema auch total gepusht und ist da in Konkurrenz mit der NASA gegangen. Die NASA selbst hast du auch in den USA. Blue Origin, Lockheed Martin, auch als Ingenieursunternehmen in diesem Bereich Raumfahrt, haben einfach dazu beigetragen, dass Themen wie Satellitenkommunikation, Weltraumforschung wirklich auch die Branche revolutioniert haben, aus den USA heraus. Das ist das Dritte. Nummer 4. Wir denken immer, wir wären da in Deutschland so krass. Kommt aber drauf an. Erneuerbare Energien. Die USA sind einer der weltweit führenden Produzenten von erneuerbaren Energien sowie Solar- und auch Windtechnologie. Unternehmen wie Tesla, First Solar, SunPower haben halt maßgeblich für den Wachstum dieses Sektors beigetragen. Du hast natürlich auch in den USA einen größeren Markt. Also das Thema erneuerbare Energien ist, glaube ich, etwas, da brauchen wir uns gar nicht drüber streiten. Natürlich ist das eine zukunftsweisende Technologie. Ob du jetzt in der Vermarktung später bist oder direkt dich im Bereich Ingenieurwesen austobst, bist du hier in einer Industrie, wo du hochgespült wirst. Es ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass du natürlich, ob du als Kommunikationswissenschaftler arbeitest, als BWLer, als Ingenieur halt eben oder wo auch immer, dass wenn du dich in eine Branche platzierst, wo es eh bergauf geht, wirst du mit dem gleichen Arbeitseinsatz später immer mehr Erfolg haben, weil du hochgespült wirst, anstatt gegen den Strom zu schwimmen. Ich sage jetzt nicht, dass du nicht Ingenieurswissenschaften studieren solltest, um die V8 Turbo Engine weiterzuentwickeln. Da wird bestimmt auch noch Geld verdient. Aber das Ding geht ein bisschen mehr den Bach runter, als wenn du dich in das Thema Elektromobilität begibst. Also, nutz deine Energie, die dir der liebe Gott mitgegeben hat und entscheide dich da am besten gleich dafür, sie zu nutzen, um in etwas reinzugehen, wo du auch weißt, da wird die Menschheit sich in 50 Jahren auch noch beglücken und nicht in eine Technologie, die vielleicht in den nächsten 10 Jahren ihr Ende findet. Das bringt mich zum fünften Punkt, sehr damit verbunden, das Thema Elektromobilität und autonomes Fahren. Ist noch ein bisschen spezifischer, als wenn man nur auf erneuerbare Energien und Solar guckt. Wir haben jetzt wieder eine Firma drin wie Tesla, aber auch, ich hoffe, ich spreche es richtig aus,
Wayamo, also ein Tochterunternehmen von Alphabet. General Motors als riesengroßer Automobilkonzern sind führend in der Entwicklung und Produktion von Elektrofahrzeugen und autonomer Fahrtechnologie. Der Vorteil in den USA hier ist, dass man nicht so behördlich begrenzt ist. Das Beamtentum in Deutschland, was alle möglichen Technologien, die es ja schon gibt, teilweise eingrenzt oder eindämpft, weil man noch nicht genau weiß, ob es sicher ist. Und dieses Safety First in Deutschland ist in den USA eher Safety Third, was inspirierend ist, wenn man diese Sachen schneller entwickeln möchte. Das heißt, wenn du auf den wirklich, wenn du mal autonomes Fahren auf einem Niveau begleiten möchtest, intellektuell auch, wo du einfach auch mehr darfst, dann sind die USA definitiv das bessere Land als Deutschland, auch wenn natürlich hier die Green Agenda auch hochgehalten wird. Wir sind leider etwas langsamer. Ja, und das ist etwas, was für die amerikanische Freiheit hier spricht. Das bringt uns schon zum vorletzten und einem super spannenden Punkt, Thema Nummer 6, die Nanotechnologie. Amerikanische Unternehmen und Forschungseinrichtungen sind führend, was den Bereich der Nanotechnologie angeht. Das sind einfach Technologiezweige, die das Potenzial haben, Innovationen in vielen Bereichen nochmal zu berühren. Das kann Materialwissenschaften sein, Elektrotechnik, Medizin, Umwelttechnik, also auch die vorher genannten Technologien oder Industriezweige wie erneuerbare Energien oder Elektromobilität können nochmal aufgewertet werden, können nochmal ein Feintuning bekommen durch Nanotech. Wenn du also in der Schule, natürlich haben wir in der Schule kein Nanotech, wenn du aber als Naturwissenschaftler immer schon, oder wenn du dich für die Naturwissenschaften begeistern konntest, die klassischen, Biologie, Physik oder Chemie, dann solltest du dir das Thema Nanotechnologie wirklich nochmal genauer angucken. Auch der Bereich IT, ja, es fließt ja im Nanotech-Bereich ganz viel zusammen. Synthetische Fasern. Ein Beispiel, was ich vor kurzem gelesen habe, ist, dass wir beim Sport sowieso T-Shirts tragen, aber überleg mal, es wären Nanostoffe, die ohne dass du einen Herzschrittmesser zum Beispiel Pulse ablesen können an deinem Körper, wo sich das Shirt von der Struktur dann vielleicht auch anpasst. Ja, schwitzt du gerade, frierst du mehr, wenn sich der Stoff verändern kann auf deine Bedürfnisse hin. Dann haben wir natürlich auch im Bereich Textilindustrie mit der Nanotechnologie verbunden einfach Möglichkeiten, an die wir zurzeit überhaupt noch nicht glauben oder was wir uns noch gar nicht vorstellen können, was in den USA alles gerade schon passiert. Super spannender Bereich und das bringt mich zum letzten Punkt, künstliche Intelligenz und Robotik. Allein dieses Video hat mir unter anderem, also ChatGPT, die künstliche Intelligenz, hat mir dabei geholfen, Teile dieses Videos zu konzipieren, Teile der Inhalte mir rauszusuchen. Das heißt, natürlich ist künstliche Intelligenz und Robotik für viele jetzt schon nicht mehr wegzudenken, gerade im Jahr 2023, wo ChatGPT wirklich den Durchbruch gebracht hat, wissen wir, was künstliche Intelligenz alles kann. Aber wir haben hier auch wieder, wie im ersten Punkt, der IT, eine super krasse Anbindung von Unternehmen und Wirtschaft, wenn du in dem Bereich arbeiten möchtest. Bekannte Firmen sind hier OpenAI, haben wir gerade schon gehabt, Nvidia, kennst du vielleicht aus Computerspielen, Boston Dynamics, das sind einfach richtig innovative Unternehmen. Und die wird es auch in Zukunft noch geben. Das heißt, wenn du eine Möglichkeit haben möchtest, dein Studium als Grundstock zu nutzen, um da reinzukommen, dann hast du die Möglichkeit, mit einem USA-Studium eine Menge Türen einfach aufzuschlagen. Letzter Punkt vielleicht, in diesen 7 Industrien, deswegen haben wir sie hier genannt, liegt der Wahrscheinlichkeit runter, dass sie in den nächsten Jahren noch weiter wachsen werden und die USA sich wahrscheinlich als Akteur hier auch als einen First Player in der globalen Wirtschaft positionieren kann. Wenn dich das also interessiert und du jetzt vielleicht mal herausfinden möchtest, basierend auf einem Persönlichkeitsassessment, was liegt dir am meisten, dann komm gerne auf uns zu. Da haben wir nämlich zurzeit eine Möglichkeit, das in einem kostenlosen Erstberatungsgespräch herauszufinden. Das ist richtig spannend, weil natürlich auch das Thema der individuellen Potenzialentfaltung da mitschwingt. Es gibt so viele Leute da draußen,
Das möchte ich dir noch, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt aus dem Video. Es gibt so viele Leute, die eine Leidenschaft für eine dieser 7 Punkte entwickelt haben, dass die Leute, die da mehr für brennen später, die Leute sind, die wirklich die Erfolge feiern. Das heißt, du solltest dich nicht zwingen, für einen dieser Bereiche zu brennen, sondern intrinsisch motiviert sein. Das können wir herausfinden in unserer kostenlosen Erstberatung. Der Link ist wie immer unter diesem Video verlinkt. Du wirst dann angerufen und wir werden dir einfach ein paar Fragen stellen, um herauszufinden, was für dich am interessantesten ist. Und vor allem auch, Punkt Nummer 2, warum du diese Beratung vielleicht wahrnehmen solltest, ist eine kostenlose finanzielle Analyse zu machen. Was würde dich ein USA-Studium in einem dieser Bereiche kosten? Dich und deine Familie. Wenn du dieses Video schaust, dann gehe ich mal davon aus, dass du vielleicht noch nicht mehrfach 5-stellige Beträge auf dem Konto hast, sondern du vielleicht gerade noch in der Schule bist, also dich deine Familie eventuell finanziell unterstützen sollte oder ob sie das könnte. Das liegt ja daran, was es am Ende kostet. Das geben wir dir schwarz auf weiß in der Analyse. Nutz die Chance, wenn du nicht möchtest, dass dieses Video jetzt eine verschwendete Zeit für dich war, dann komm auf uns zu. Mein Team und ich sind wirklich dafür da, auf diesem ganzen Kanal Leute dabei zu unterstützen, in den USA zu studieren und eine internationale Zukunft möglich zu machen. Wenn dich das interessiert hat und dieses Video dir gefallen hat, gib diesem Video bitte einen Daumen nach oben. Das interessiert uns natürlich, ob die Videos gut ankommen. Wenn sie gut ankommen und du diesen Daumen nach oben gibst, werden sie auch weiter ausgespielt. Das hilft diesem Kanal zu wachsen. Wenn du eine Frage hast, die du nicht in der kostenlosen Erstberatung beantwortet haben möchtest, sondern du sagst, ich brauche jetzt sofort eine Antwort, kommentiere unter diesem Link, unter diesem YouTube-Video in der Kommentarbox. Wir sind meist sehr schnell dabei, dir auch zurückzuschreiben. Vielleicht hast du ja noch eine 8. Industrie auf dem Schirm, die ich gerade noch nicht erwähnt habe. Und hast eine Frage dazu, ob das vielleicht auch Sinn macht. Komm auf uns zu, wir freuen uns von dir zu hören und bis ganz bald. Ciao.